Auf ein neues. Mal gucken, ob wir dieses Mal Ladung kriegen. Ja, muss man halt aufpassen, ne? Wenn man irgendwelche Blockade Runner abschießt. Aber ich glaube, Aber das haben wir jetzt so zart beschossen. Ja, wir waren nicht ruppig. Wollte gerade sagen, Wolf, wir gehen mal in den Dingsbums. So, was haben wir da? Wo sind denn die kleinen Rüpel? Was? Vier Stück sehe ich. Die sich ein bisschen komisch verhalten. Ja. Ich sehe da. Ah, da ist eine. Laut sie. Die rammeln mich ja fast. Schießt du auf was Bestimmtes? Nö, nee, jetzt habe ich auf gar nichts geschossen, weil ich mehr mit Radar beschäftigt war. Achso, warte, dann schaue ich auf die Cutlass. Hab sie? Ja, nee, nicht, sie haben sie ausgeschaltet. Nicht weiter schießen auf die Cutlass. Ja. Wie heißt denn der Cutlass-Pilot? Das ist nur noch eine Nummer. Der Cutlass-Pilot ist nur noch eine Nummer. So, der andere ist auch ausgeschaltet. Das, was nur Nummern sind, braucht er nicht mehr zu beschießen. Die sind quasi lahmgelegt. Auch ausgeschaltet. Haben wir noch einen? Also ich habe keinen mehr im Blick. Okay, dann gucken wir, ob du die Cutlass siehst. Also das wird hier auch nicht mehr. Ja, die müsste jetzt vor unserer Nase sein, die Cutlass. Kann das sein? Was ist das? Ah, das ist sie. Das ist sie, okay. Dann fliege ich mal da ran. Das schaut gut aus, ja. Ich glaube, die ist zum Aufmachen. Ja. Ich flieg mal hinten ran. So. Dann Sinus oder Redbeard? Cutlass plündern. Ist sogar nur lahm geschossen. Da fliegt der Redbeard und der Sinus. Ja, das neue IFA sieht echt cool aus. Sinus ist an der hinten die Rampe. Kriegt ihr die nicht auf? Wo ist denn der Hebel dafür? Da unten. Ja, sieht doch gut aus. Das ist eine Kiste drin, oder was? Nee, da sind noch andere. Es sind drei Kisten drin. Ach so. Ja. Können wir ein bisschen näher kommen? Oder auch nicht. Doch, Herr Wolfi saß nur gerade nicht am Steuer. Also ich gehe ganz langsam nach vor. Doch nicht. Ich glaube, mir ist gerade eine Kiste flöten gegangen. Warum auch immer. Ja, ich glaube, Wolfi darf sich nicht bewegen, während du die da reinpackst. Da müsst ihr vorsichtig sein. Ach so. Aber Gott hat immer eine kleine. Okay, dann bewege ich mich besser gar nicht. Ah, das sieht gut aus.
Das war's? Oder ist noch was? Nö, sind noch welche drin. Ah, cool. Eine Ameise. Was ist mit der Ameise? Ja, wie sie da vor dem Schiff hin und her fliegt. Sehr gut, da kommt die nächste. Das war's? Nö. Nee, werden nur noch welche drin sein. Ich hole mir nur gerade Wenn du die gerade in der Hand hast, die große, wie viel, was steht denn da für eine Zeit dran, Redbeard? Moment. 30 Minuten. Okay. Das heißt, eine müssten wir noch schaffen, denke ich, oder? Ja, da füge ich ein bisschen noch vor. Ja. Die große muss, glaube ich, erstmal von der Seite rausnehmen. Ach ne, passt so. Ja, die muss ein bisschen zirkeln, die großen. Da. Kennst du. Also für mich steht nur 46 Minuten 19 Sekunden. Ja, aber die am längsten drinne war, die hat nur 30 Minuten. Weil die springen, die fliegen dann halt in die Luft, ne? Wenn die Zeit abläuft. So, welche sind das? Erne ist durchs Ding gefallen. Redbeard schmeißt mit der Kiste rum. Och, jetzt du doofe Kiste, Mann, ey. Was machst denn du da? So, ist drin. Nur nicht zu zweit angrapschen, sonst gibt's Probleme. Alle drin? Ja. Jupp. Fracht ist auch leer? Also die Cutlass? Die ist leer, ja. Okay, dann okay. Würde ich sagen, eine Tour noch. Also eine Cutlass noch und dann bringen wir das Zeug mal zurück. Wir können ja mal gucken, wie viel schon abgeliefert wurde. Angeblich noch gar nichts. So. Zack. So. Was denn? Nee, ich hatte nur Controller-Probleme. Mit dem Controller. Ja, mit dem Joystick meine ich. Das ist auch nicht. Das ist es auch nicht. Auch nicht, ja, welcher ist es denn jetzt? Halten jetzt gemacht. Ja. Mann, falscher Knopf. Machst denn da, Wolfi? Achso, ich muss noch den Ding starten, deswegen. Okay. Achso, nochmal suchen von vorn. Auch nicht. Nee, keine Ahnung, Zubehör. Wolfi fliegt fast so wie ich. Ich habe keine Anzeige, wo ich hinfliegen soll. Ja, dann mach doch einfach mal das Ziel ganz aus und flieg einfach manuell hin. Das heißt, ich flieg mal. Ah, da wird etwas. Juhu.
So, und dann wird's lustig, dann müssen wir das Zeug auf der Station unter Feindfeuer landen. Oh weh. Da freue ich mich schon drauf. Den Wurm. Was heißt unter Feindfeuer? Naja, da sind halt NPCs, die da um die Station rumschwirren. Achso. Und die wollen den Wolfi in den Wahnsinn treiben. Oh weh. Und dann ganz schnell landen, oder was? Ja. Oh. Aber du hast eine M2, also ganz locker bleiben. Ich würde behaupten, die hält eine Menge aus. So, ich würde sagen schon mal in den Gun Mode. So, was haben wir denn da? Da eine Menge, aber ich weiß nicht, ob er die schießen soll. Ich versuche da irgendwie durchzunummerieren, aber es ist halt blöd. Ja. Schade. Plopp, plopp. Ich weiß nicht, ob da die Cutlass schon dabei war. Schaut so aus. Da ist auf jeden Fall Ladung, ja. Ich sehe Ladung. Ja. Dann bleib mal halbwegs hier, dass du nicht so weit wegfliegst. Ja, ja, ich stehe jetzt nur noch. Also. Pam, das war Nummer 2 oder 3, keine Ahnung. Ich glaube, das war's schon, oder? Ja. Da zwei Container treiben da, glaube ich, in der Gegend rum. Auf der Suche nach denen. Ah, da. So fliege ich mal. So irgendwie dazwischen. Ja. Gucken. Dann sieht das ein Radbett. Wir haben zwei Container, die glaube ich außerhalb rumtreiben. Und irgendwas ist noch in der. Genau, da treiben zwei außerhalb rum. Die sind rechts von uns ein bisschen. Und links von uns ist die Cutlass. Da ach, okay, dann. Dann fliege ich vielleicht direkt hin, so das mache ich besser. Ich bin schon dabei. Wolfi, so, halt an, okay. halt an. Wolfi. Okay, ich stehe. Sehr gut. Kann ich eigentlich in den Laderaum reingucken? Geil. Das untere Geschütz ist schon cool. Hast du so einen großen Traktor-Stahlradwert? Ja. Eine irrsinnige Reichweite, das Ding. Also das waren jetzt, glaube ich, 70 Meter. Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch noch mehr machen können. Ich glaube, das war's dann, oder? Die zwei großen sind weg. Noch was drin? Der ist leer. Ich kann noch mal hinten gucken, aber wie es mich im Finger juckt. Wobei die ist ja schon kaputt. Der ist leer. Okay, dann würde ich sagen, bringen wir die jetzt zurück. Erstmal brauchen wir noch Sinus. Weil. Da kommen sie, die kleinen Racker. Oh, kann man die Leichen gleich mitnehmen? Was kann man mitnehmen? Die Leichen. Die kannst du mitnehmen, ja. Also ich kann die nicht mitnehmen. Die ist verbuggt, würde ich mal behaupten. Schade.
normalerweise kannst du Leichen mitnehmen. Aber das scheint so, irgendwie nicht existent zu sein. Ja. Alle drinne? Jupp. Okay, dann zurück zur Raumstation, Wolfi. Jawohl. Ah, 103 von 400 SCU sind schon abgeliefert worden. Kasimski. Oh, wir sind schon da. Cool. Au. So, Wolfi, dann wollen wir mal gucken, wie dein Stress, wie deine Stressresistenz so ist. Wir müssen dann, wenn Wolfi dann beschossen wird, müssen wir auch alle durcheinander kreischen. Ah, Wolfi links, nein, rechts, oben, unten. Ach so. Ach so. Bin gespannt. Piu, piu. Ja, irgendwann wird da schon beschossen, oder? Ja. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo ich landen darf. Ja, erstmal muss der Landeerlaubnis anfragen, oder? Habe ich schon. Ach so. Da hinten wird irgendwas wird da beballert, ich weiß nicht was. Ich sehe es nicht. Ich muss eventuell noch ein bisschen näher ran und nochmal Feuererlaubnis. Was ist das denn? Ah, da. Das ist eine Hammerhead. Die könnte dann doch etwas gefährlich werden. Ist das eine Hammerhead? Ja. Einfach, lass dir Zeit, Wolf, ist alles gut. Ja, ja. Schilder haben wir ja an, ne? Ja, ja, ein bisschen. Ja. Okay, warum schießt die auf die Station? Ich frage noch, das sind wir gar nicht. Okay, alles gut. Die Hammerhead wird ein bisschen. Ach, das ist gar keine Hammerhead. Was ist es denn dann? Das ist eine Conny. Hä? Könnte uns ja verteidigen, aber bis dahin ist ja Wolfi schon längst drin, oder? Der Redbeard macht das schon. Ich bin unten im Laderaum. Dann ist der Sinus. Achso, Redbeard ist schon beim Entladen. Unter Feuer gelandet. Sehr schön, Sinus. Du hast das sehr schön medienwirksam gemacht. Sehr cool. Geht jetzt die Tür zu? Ja. Na, seht ihr? Hat doch geklappt. Lalala. Sehr schön gelandet, Wolfi. Sehr schön geschossen, Sinus. Juhu. Warum geht die Tür nicht auf? Es ist ja kaputt. Jetzt geht's auf. Red Bull hat uns eingesperrt. Geht das eigentlich noch? So. Dann würde ich mal sagen, liefern wir das gute Zeug mal ab. Oh Gott. Irgendeiner wäre gut, wenn der oben bleibt. Ja, ich auch gerade festgestellt. Ich gehe mal wieder rein. Die Rampe hier auf. So, ich gehe mal rein und reiche euch quasi die Dinger runter, ja? Nur nicht angrapschen, wenn ich gerade so ein Ding in der... So. Heilt.
Ich stell die einfach hier unten auf den Boden ab. Uah. Wow, wow. Entschuldigung. Große Unfallgefahr, die ist ja beachtlich. Ja. Am besten nicht von zu weit oben fallen lassen. Ja. Oh, Leia scheinbar ist auf die da hochspringt. So. Abliefern. Juhu. So, wir haben jetzt im Moment 103. Achso, ihr müsst da weggehen. Weil. Du musst aus da. Genau. So, warte mal. Runterfahren. Wie viel sind es denn? 16, 24, 32, viel. Haben wir irgendwo eine Zusammenfassung, wie viel das noch ist? 12, 13, 14, 15 sind 31, sind 55, sind müssten 87 sein. Tatsache. Ja, ich würde sagen, er hat es nicht ganz gemacht, aber 100 ungefähr haut das hin. Sehr schön. Wir haben Kohle gemacht. Wir sind reich. Yay. Eigentlich nicht. Was kriegen wir da eigentlich für? Wenn wir das abgeschlossen haben. 25k plus Bonus, was auch immer Bonus heißt. Ja, Payment Bonus. Sag mal, aber wo ist unsere Rampe hin? Welche Rampe? Naja, die hier. Die hier. Die Rampe hier. Ich so, sehe es doch da. Echt? Und, dann müsste ich jetzt durch die Rampe laufen. Also ich habe zum Beispiel auch keine Rampe. Ihr macht das sehr gut. Dann nehme ich die hintere. Welche Rampe? So, und jetzt schießen wir draußen noch ein bisschen Raumschiffe ab. Was haltet ihr davon? Können wir machen. Uff, da! Vielleicht jetzt eine Hammerhead. Du kannst auch ein anderes Schiff holen. Okay, aber jetzt sind wir ja schon an Bord. An Bord. Ich will ins Kinngeschütz, ich will ins Kinngeschütz. Wir können ja abwechseln. Ja? Ich bin bereit. Kann losgehen. Luke auf. Wer sitzt an den hinteren Geschützen? Sinus? Das Sinus. Glaube ich. Also ich trinke gerade was. Der Hangartor ist bei mir nicht offen. Echt? Gedrückt. Geh doch auf! Hat er denn eine Bestätigung gegeben?
Er will mich nicht rauslassen. Sagt er denn irgendwas per Funk oder so? Mach mal überkommen. Also hat er eine Rückmeldung gegeben? Irgendwie nichts. Da kommt jetzt auch gar nichts. Er will dich nicht rauslassen. Dich nicht rauslassen. Warum wird mir Senus außerhalb des Schiffes angezeigt? Lass mich mal Weil ich draußen stehe. Lass mich mal ausprobieren, Wolfi. Komisch. Jetzt ist irgendjemand anderer zuständig fürs Schiff. Na, eigentlich nicht, ist ja deins. So, warte mal. Nee. Kaputt. Wir wollen uns nicht mehr rauslassen. Weil sie nämlich wissen, dass wir sie alle abknallen würden. Verdammt. Ja, die haben Angst.